Hi und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Random Reactions. Heute reagieren wir auf den Announcement-Trailer, also auf den Ankündigungstrailer von Yo-Kai Watch 3. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns dort erwartet in diesem Trailer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, okay, ich habe zur Hälfte reingeschaut, weil, ja, was soll ich sagen? Mir wurde das Video vorgeschlagen in den Videovorschlägen ganz rechts von YouTube. Also wenn man quasi ein Video schaut, sind hier rechts noch Videos und da wurde mir halt dieses Video vorgeschlagen. Ich habe es mir angeguckt und dachte mir, hey, warte mal kurz. Du kannst darauf doch eine Reaction machen und kannst mal, ja, den Leuten zeigen, hey, wie sieht Yo-Kai Watch 3 denn aus? Was können wir von Yo-Kai Watch 3 gameplay-technisch erwarten? Und deswegen bin ich hier. Da der Trailer aber relativ kurz ist, er hat eine Länge von 1:10, also nicht von einer Stunde 10, das wäre ein bisschen krass, es ist eine Minute 10. Da würde ich einfach mal vorschlagen, komm, ich packe nochmal eine kleine Analyse obendrauf, das heißt, wir gucken uns diesen Trailer dann Step by Step an. Jetzt beim ersten Durchlauf lassen wir diesen Trailer auf uns wirken und dann wiederholen wir diesen Trailer und ja, gehen auf die Punkte, die wir hier gesehen haben, etwas näher drauf ein. In diesem Sinne, ja! Kurz mal den Kopfhörer finden, damit ich auch gleich was zu hören habe. Und ich würde sagen, let's go! Erstmal das Level 5 Sign Logo, wie ihr wollt. Und jetzt sehen wir. Ein U haben wir gerade eben gesehen. Ein S. USA! Yeah! Und ein Flugzeug, was das wohl bedeuten könnte, ich weiß es nicht. Und hier sehen wir Nathan, Shibanyan und Whisper. Okay. Wir sehen, wie Nathan was am Fernseher schaut und wir sehen einen Burgerladen. Okay. Und hier haben wir auch schon Erika mit Usapion am Start. Erika mit der Dreamwatch und Usapion als neuen Weggefährten. Und das müsste, glaube ich, die neue Yo-Kai Watch gewesen sein. Yo-Kai Watch U. Oh mein Gott. Ich habe Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Sieht man das hier? Wahrscheinlich nicht. Aber ja, das ist der Trailer. Und den schauen wir uns jetzt nochmal ganz von vorne an. Und wir haben einiges gesehen, worauf ich gerade eben noch nicht eingegangen bin. Erstmal hier natürlich dieses goldene USA-Sign. Man will dann natürlich darauf hinaus, hey, Yo-Kai Watch 3... Und das wissen wir momentan ja, spielt in den USA. Und wir hören, Nathan schreit gerade extrem rum. Das will ich ja mal ganz kurz hier verinnerlichen. Moment. So würde ich auch ausrasten, wenn ich rausfinden würde, dass ich von Japan in die USA ziehe. Für ein bestimmtes Videospiel. Aber gut. USA. Und hier das Flugzeug, das uns symbolisiert, hey, Nathan... Und auch wir somit als Spieler fliegen von Japan, also dem Ort, an dem Nathan lebt, in die USA. Und das per Flugzeug. Und hier sehen wir schon direkt das erste Gebiet. Wir sehen ein Wohnhaus und wir sehen, wie Nathan quasi hier seine Arme ausstreckt und gerade wahrscheinlich erst aufgestanden ist und ja, den Tag startet. Und eventuell, ich gehe mal davon aus, dass das hier Nathans Wohnhütte ist. Wir gehen mal ganz kurz zurück und schauen das uns nochmal ganz genau an. Genau, er streckt quasi seine Arme hoch und sagt, hey, oh, ich bin gerade eben erst aufgestanden, ich habe gerade eben hier auf dem Bordstein geschlafen. Ja, geil. Aber ich denke mal, das müsste sein Wohnhaus sein. Wir sehen auch gerade, wie hier Nathan an bestimmten Personen vorbeiläuft und, okay. Irgendwas von den Kornon, irgendwas, ich kann diese Zeichen lesen, aber ich weiß ja nicht, was es heißt. Ich glaube, das erste Zeichen heißt Kor, das zweite heißt Nor, das dritte ist... Das ist auch eine gute Frage. Aber das vierte Zeichen ist ein Hm. Das dritte müsste, glaube ich, ein K sein, glaube ich. K-A-K. Also wahrscheinlich USA-Geschäfte. Boah, voll geil. Also ich kann zwar hier und da die Hiraganas, die hier aufkreuzen, vorlesen, aber ich weiß halt nicht, was es bedeutet. Und das müsste ich halt erstmal nachschlagen und so. Aber ja. Hier sehen wir auch weitere USA
Science hier, ganz rechts Graffiti, links Graffiti und unten links ein paar amerikanische Einwohner, nordamerikanische Einwohner. Und hier die ganzen Gebiete, in denen wir uns wahrscheinlich aufhalten werden. Hier haben wir, um dann mal ganz kurz zurückzugehen auf Sekunde 30, wo noch nicht alles aufgeploppt ist. Wir gucken uns jedes Video oder jedes Bild, was aufploppt, Step by Step an. So, hier sind wir erstmal wahrscheinlich ein Raketenforschungszentrum, was halt auch wieder damit einhergeht, dass wir in der Story wohl innerhalb, dass wir wohl innerhalb der Story mit Usapion, Erika und Nathan und Shibanyan und Whisper zu genau diesem Forschungszentrum reisen, um Dr. Brown kennenzulernen. Denke ich jedenfalls mal. Dann haben wir hier natürlich ganz oben in der Mitte ein Wohngebiet oder ein, ich sag mal, Viertel, bei dem man wahrscheinlich etwas einkaufen kann. Unten links, ich denke, ist das ein Badehaus? Ist das ein Schwimmbad? Dieses gelb überdachte Haus unten links. Dort drunter. Ich glaube, das müsste Wasser sein. Ich gucke es mir mal ein bisschen von der Nähe an, aber ich denke, das müsste eigentlich Wasser sein, ja. Also ein Badehaus oder sowas vielleicht. Und was haben wir bei den anderen Bildern gesehen? Bild 4 ist oben rechts und da sehen wir ein Restaurant vielleicht oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Ganz unten in der Mitte zentral sehen wir ein Wohnviertel, würde ich jetzt mal an sich sagen. Das müsste ein Wohnviertel sein. Und ansonsten haben wir hier ganz links einen Hafen, würde ich sagen. Denn dort ist auch ein Schiff, das dort angelegt hat oder gerade ablegt. Und ansonsten, es ist ein Gebiet, das bei Wasser gebaut ist und es müsste eigentlich ein Hafen sein. Und hier in der Mitte sehen wir, was ist das denn bitte? Das sieht mir irgendwie nach einem, ich weiß nicht. Ist das vielleicht dieses Raketenforschungszentrum oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Was steht denn da eigentlich? NASU. NASU, okay, wenn das mal keine NASA-Anspielung ist. Also ich glaube, dieses Gebiet hier, was relativ mittig zentral steht, das dürfte dieses Forschungszentrum sein. Und um mal ganz kurz auf diese Zeichen dort zu kommen, die hier stehen, von wegen USA und die Zeichen links daneben. Also ich werde mal ganz kurz darauf eingehen, aber ihr seht, wir haben hier schon einige Gebiete gesehen und können uns schon einigermaßen ein Bild davon machen, was uns hier erwarten wird. Also, Brodingos, diese blauen Schriftzeichen links neben USA heißen Kokomo und das heißt so viel wie auch hier. Also wird das wohl so viel bedeuten wie, dieses Gebiet ist auch hier in der USA vertreten, würde ich jetzt so daraus interpretieren. Ja? Gut. Und wir sehen, wie Nathan, wie gesagt, Fernsehen schaut, das hatten wir gerade eben schon gehabt. Und sehen auch hier einen Burgerladen, und zwar den Star-Burgerladen. Vielleicht findet man dort sogar den Yokai-Hammer-Burger, das kann sehr gut sein. Unten rechts ist auch ein Charakter, der eine Katze auf dem Kopf hat, das ist auch sehr interessant. Aber ihr seht, das ist alles schon ziemlich amerikanisch hier gehalten, ne? Hier auch natürlich der Bildausschnitt, in dem Nathan seine Yokai-Watch-Modell Yu gerade zündet, um gerade wahrscheinlich einen Yokai zu beschwören. Man sieht auch, diese Yokai Watch hat einen viel, viel krasseren Glanzeffekt, also dieser Effekt um Nathan herum. Der sieht schon ziemlich, ziemlich nice aus, ehrlich gesagt. Und hier haben wir natürlich Erika und Usapion und das ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache. Denn das sind die neuen Charaktere in Yokai Watch 3, die neuen Protagonisten. Inwiefern sie mit Nathan in Verbindung stehen, das werden wir auch noch rausfinden. Jedenfalls hat, wie wir hier auch an Erikas Armgelenk sehen können. Sie hat nicht die Yokai Watch Modell U, wie ich angenommen habe, sondern sie hat die Dream Yokai Watch. Und durch diese hat sie auch hier zum Beispiel den Yokai Usapion beschwören können. Und hier sehen wir auch zum ersten Mal das Kampfsystem aus Yokai Watch 3. Und wir sehen, also klar, vom Kampfscreen an sich, der Background ist etwas anders. Aber ansonsten ist eigentlich alles an sich ähnlich. Wir haben halt im Hintergrund die drei Gegner oder halt den Gegner, wenn es halt nur einer ist. Und auf dem Vordergrund sehen wir die drei Yokai von uns. Und wir sehen, ja, sie interagieren alle soweit ähnlich, würde ich sagen. Schätze ich jetzt mal, ja, also sie begrüßen erstmal und dann fangen sie an zu kämpfen. Und wir sehen einen kleinen Unterschied. Und zwar etwas, das mir gerade so perfekt ins Auge fällt, bis auf den Background, der anders aussieht, was aber auch klar ist, weil es halt USA ist. Obwohl dieses amerikanische Viertel trotzdem noch japanische Schriftzeichen an den Läden stehen hat, das ist sehr komisch, aber okay. Ansonsten sehen wir, dass auch am grundlegenden Design der
Joker etwas geändert worden ist, denn die Lebensleiste sieht jetzt ein bisschen anders aus, die Geistanzeige sieht etwas anders aus und generell wurde das auch ein bisschen aufgefrischt. Das finde ich gut, weil da kommt auch noch ein bisschen der neue Schliff mit rein, denn klar, natürlich wird dieses Spiel auf der Engine von Yo-Kai Watch 1 und 2 aufgebaut sein, aber wir dürfen nicht vergessen, dass man trotzdem noch ein bisschen aufpolieren kann und das wurde hier getan. Und natürlich, was auch mir direkt ins Auge fällt, das Zielvisier, also die Funktion, in der man Kampf Gegner anvisieren kann, sieht jetzt auch anders aus. Das ist jetzt nämlich so ein bisschen orange-rötlich gehalten statt blau. Und da wurde gerade, warte mal kurz, da hat Usapion gerade jemanden abgeschossen, nachdem er anvisiert worden ist? Moment mal kurz. Er hat jemanden abgeschossen, nachdem er jemanden anvisiert hat. Okay, ob das zum neuen Kampfsystem gehört? Ich weiß es nicht. Hier sehen wir jetzt gerade jedenfalls auch die alten Yokai. Spansel, Shibanen und Reis-Samurais. Ja, das kann sehr gut sein. Wahrscheinlich heißt das hier so viel wie neue Yokai in den USA. Also hier steht Konoa, irgendwie so. Konoata, irgendwie so. Wieso lese ich das vor? Oder es ist wahrscheinlich falsch vorgelesen, meine Fresse. Ja, moin. Und hier sehen wir auch die brandneue Yo-Kai Watch Modell U, die uns neue Yo-Kai garantiert. Und zwar haben wir gerade eben zwar auch ältere gesehen, die da rausgeschwappt sind. Und zwar, glaube ich, Koma-san. Also hier ist man natürlich die Yo-Kai Watch Modell U als solche. Und aus ihr entspringen jetzt Yo-Kai wie Koma-san und diesem Cheerleader-Yokai. Wir sehen Strumpfbacke ganz links neben diesem Cheerleader-Yokai. Relativ leicht. Wir sehen Froland. Strumpfbacke, wie gesagt. Und auch generell noch einige Yokai, die wir auch kennen. Ich glaube, diesen Yokai, der da gerade so die Arme hochhält, den sollten wir auch kennen. Der sollte uns auch geläufig sein. Und ja, sowohl alt und neu an Yokai finden sich hier in Yo-Kai Watch 3 wieder. Und ich bin sehr gespannt, wann wir diesen Trailer auf Deutsch sehen können. Ich würde es mega feiern, wenn wir dieses Spiel endlich bald mal nach Deutschland kriegen. Das soweit zu dieser Reaction hier. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen dieses Spiel näher bringen können. Ich hoffe, wir konnten darauf ein bisschen näher eingehen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr jetzt ein bisschen schlauer geworden seid, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch 3 Gameplay sehen, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, ja, das war's mit dieser Reaction und mit dieser Analyse. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und ciao.